Hi, heute nochmal ein kleines Tutorial von quadflyer.net zum Micro HV3. Ich hatte ja bereits im Blog dazu geschrieben, dass ich den Mikrohahn nun soweit aufgebaut habe und möchte euch nun nochmal ein bisschen zeigen, wie das Ganze funktioniert, das MWC halt zu flashen. Ich habe das Ganze einmal schon vorbereitet. Hier seht ihr das Board. Dann brauchen wir dazu noch einen FTDI-Stecker mit der entsprechenden Pinleiste, um es am Board anschließen zu können. Und ganz wichtig, der Pin, der Einzelpin, der dann auf dem Board entsprechend angesetzt werden muss. Nur dann klappt auch wirklich das Flashen oder der Upload des Sketches. So, dann fangen wir an. Öffnen wir Arduino. Ich habe den Sketch von Benedict 2.33 verwendet und diesen halt auf den Micro-H angepasst, so dass ihr im Prinzip auch nichts weiter machen müsst. Ihr könnt ihn euch dann bei mir im Blog herunterladen. Öffnen. Und dann habe ich den hier schon vorbereitet. Zack, da sind wir auch schon. Dann gehen wir einmal in die Config-H. Dort habe ich im Prinzip auch die meisten Veränderungen vorgenommen. Schauen uns das Ganze einmal in groß an. Es geht los. Quad X habe ich eingestellt anstatt Quad Plus, weil es ja von Benedict der Sketch ist. Dann habe ich Max Throttle auf 2000 gesetzt. Da hatte Benedict vorher 2020. Aber mehr als 2000 gehen eigentlich nicht. Und dann habe ich noch Head Free and Head Hold deaktiviert. Das hatte Benedict zwar drin, aber ich brauche das nie für ein Micro Quad. Also wenn ihr wollt, dann könnt ihr das halt natürlich wieder dementsprechend aktivieren. Aber ich brauche es halt nicht. So, dann habe ich noch so ein paar Kleinigkeiten deaktiviert. Zum Beispiel beim GPS war die Baudrate noch aktiviert und ja, da das Micro MWC keinen GPS oder Kompass oder sonstige Sachen hat, kann das natürlich auch dementsprechend alles deaktiviert werden. So, wenn ihr dann soweit seid, müsst ihr unter Tools das entsprechende Board auswählen. In unserem Fall das Arduino Pro Mini 5 Volt 16 MHz ATM Mega 328. Und den entsprechenden Port. Ich habe es ja nun heute hier noch nicht angeschlossen. Dort würde dann halt euer serieller Port erscheinen vom USB-Input sozusagen. Wenn ihr das dann ausgewählt habt, könnt ihr den Sketch hier oben mit dem Button Upload übertragen. Und bevor ihr den ganzen Sketch halt übertragen könnt, müsst ihr halt mit der oder mit dem blauen Pin auf folgenden Punkt. Ich versuche es hier mal im Video. Wenn nicht, kommt noch mal ein Foto, da könnt ihr es dann genauer sehen. Dort muss im Prinzip der Pin angesetzt werden und dann könnt ihr auf Upload klicken. Und nur wenn dieser Pin dort angesetzt ist, dann wird halt auch der Sketch übertragen. Wenn ihr dann fertig seid mit dem Sketch und mit der Übertragung, könnt ihr dann halt MultiVConf wie immer öffnen und kontrollieren, ob eure Einstellungen übernommen wurden. Das machen wir hier auch noch einmal ganz kurz, auch wenn es wieder nicht angeschlossen ist. MultiVConf öffnen. So, dann würdet ihr hier an der Seite wieder euren Port auswählen. Klickt dann auf Read, um die PID-Werte und so weiter einzulesen, und dann startet ihr das Ganze hier unten. Und dann würdet ihr im Prinzip sehen, ja, welche Version habt ihr halt installiert. Hier oben sollte dann V2.3 stehen. Und an der Seite könnt ihr dann die PID-Werte und die Hauptkanäle konfigurieren. Ganz wichtig zum Anfang ist einmal auf Calibrate ACC zu klicken, sodass der
ACC halt kalibriert wird. Ein Mac gibt es nicht, also brauchen wir das halt auch nicht machen. Und damit ist dann der Mikro-H flugbereit.